Die Geschichte von Cristiano Ronaldo und dem Tränenmeer, Hoffenheims erster Punkt in ihrer Champions League Historie und Bullen gegen Bullen. Das sind Themen des Tages. Mein Name ist Flo, los geht's. Die erste wichtige Info für heute, Nico ist krank und deshalb stelle ich euch heute die Daily News vor. Genesungswünsche unten in die Kommentare und hier oben findet ihr eine Umfrage, sollte Nico gesund werden oder nicht. Der erste Spieltag der Champions League Saison 2018-19 ist vorbei und es lief ziemlich gut für die deutschen Mannschaften. 2 Siege, 2 Unentschieden, mehr oder weniger gut, aber was soll's, Bilanz unterm Strich echt gut. Und vor allem Hoffenheim entgegen allen Erwartungen, tut mir leid, war richtig gut und stehen jetzt in der Tabelle in der Gruppe sogar vor Manchester City. Applaus dafür. Und ich muss Hoffenheim einfach nochmal besonders loben. Die erste Saison in der Champions League und dann so ein überzeugender Fußball. Zumindest offensiv. Gegen Lyon und City wäre es mit dieser Defensive wahrscheinlich ziemlich schlimm ausgegangen. Aber am Ende war es einfach überzeugender, guter Fußball, der Lust auf mehr macht. Und die haben direkt mal einen neuen Rekord aufgestellt. Zumindest Julian Nagelsmann. Der ist nämlich mit 31 Jahren und 58 Tagen der jüngste Trainer der Champions League-Geschichte. Und nicht nur das, sondern auch Florian Grillitschs Tor war das zweitschnellste Tor eines Champions League-Debütanten aus Deutschland der Geschichte. Das schnellste machte Andi Möller 1995 für Borussia Dortmund in der ersten Minute. Da muss also noch ein bisschen was kommen. Zur Leistung des FC Bayern muss ich gar nicht mehr so viel sagen. 2:0 gegen Lissabon in Lissabon mit Toren von Robert Lewandowski und Renato Sanchez. Richtig, der Renato Sanchez, der bei Swansea in der letzten Saison den Ball ins Ausgepasst hat, weil die Werbung genauso aussah wie das Trikot eines Mitspielers. Okay, Spaß beiseite. Renato Sanchez hat wirklich richtig gut gekickt gestern Abend. Das Tor war wunderschön rausgespielt und am Ende beweist es einfach, dass trotz einer kleinen Downphase man einfach vertrauen muss. Und das hat Niko Kovac richtig gut gemacht. Respekt dafür. Und jetzt kommen wir zum wahrscheinlich größten Moment des ersten Spieltags der Champions League. Und wenn du, ja genau du, jetzt entweder ein kleiner Cristiano Ronaldo-Fanboy bist oder gerne Verschwörungstheorien gegen Juventus Turin aufstellst, dann skippst du vielleicht die nächsten 30 Sekunden. Cristiano Ronaldo stellte gestern im Spiel Juventus gegen Valencia einem Gegenspieler das Bein und danach ging er zu ihm, haut ihm auf den Kopf bzw. versucht ihn an den Haaren zu ziehen. Fliegt danach mit glattrot vom Platz. Und hier sind ein paar Stimmen dazu. Emre Can sagte zum Beispiel, ich habe das jetzt noch nicht im Video gesehen nach dem Spiel, aber nach dem, was ich auf dem Platz gesehen habe, war das keine rote Karte. Ich habe nur gehört, dass er meinte, es sei wegen eines Haareziehens gewesen. Wir sind doch keine Frauen, wir spielen Fußball. Ja, verdammt, ihr seid keine Frauen. Ja, ihr spielt Fußball. Und genau deshalb hat die Hand nichts am Kopf eines anderen Spielers verloren. Das ist dumm. Das ist eine Tätlichkeit und deshalb glatt rot. Aber natürlich muss man sich als Mitspieler vor seinen Spieler stellen. Und das macht auch der Trainer. Der Videoassistent hätte dem Schiedsrichter in dieser Situation geholfen. In der Champions League wegen sowas in Unterzahl spielen zu müssen, ist enttäuschend, sagte Massimiliano Allegri. Und jetzt frage ich sowohl Emre Can als auch Massimiliano Allegri, als auch jeden einzelnen von euch da draußen. Erstens, warum stellt man einem Gegenspieler ein Bein? Zweitens, warum, wenn man nichts gemacht hat, geht man dann zu ihm hin und versucht ihn an den Haaren zu ziehen? Beides hat im Fußball absolut nichts verloren und war komplett unnötig und dumm. Und auch wenn nichts Schlimmes passiert ist, es war eine Tätlichkeit und ist somit rot. Das wollen viele Ronaldo-Fanboys nicht verstehen und auch er kann das nicht nachvollziehen. Und auch seine Schwester möchte das so nicht wahrhaben. Ihr könnt hier oben abstimmen, ob das eurer Meinung nach eine rote Karte war oder nicht. Meiner Meinung nach schon, wie ihr vielleicht aus den letzten paar Minuten heraushören konntet. Und jetzt, weil wir immer noch nicht genug darüber geredet haben, seht ihr eine Folge von Tweets, die das Thema so ein bisschen anschneiden. So Alex, und nach diesem Ding habe ich mir jetzt überhaupt keine Freunde gemacht. Das heißt, wir können direkt weitermachen mit, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kann ja sagen, dass Messi kein guter Fußballer ist oder so. Dann, ja, dann machen wir auf dem Niveau weiter. In other news, Manchester United, die wir in der Champions League Prognose ziemlich klein geredet haben, die Prognose findet ihr übrigens hier oben, schießt die Young Boys aus Bern ab und ist damit seit letzter Saison zum ersten Mal besser als Manchester City. Die Mannschaft von Pep Guardiola wurde zum ersten Mal zu Hause von einer französischen Mannschaft geschlagen.
was für ein toller Rekord, den sie da aufgestellt haben. Und auch Real Madrid konnte gegen die AS Rom komplett überzeugen, 3:0, und es hätte sogar noch höher ausgehen können. Und damit ein kleines Fazit zum ersten Spieltag der Champions League. Die deutschen Mannschaften sind doch nicht so schlecht wie gedacht. Es gab keine wirklich großen Überraschungen, außer eben, dass Lyon City besiegt hat. Und Real sind immer noch Top-Favorit auf den Titel. Die Champions League ist damit abgehakt, aber der nächste internationale Wettbewerb steht schon in der Tür. RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen müssen heute Abend in der Europa League ran. Und besonders ein Duell zwischen, Spoiler, zwei Bullen wird ziemlich interessant. Ich glaube, es weiß schon jeder, dass RB Leipzig gegen FC Salzburg spielt. Deshalb war das irgendwie kein Spoiler, sondern ja, gut. RB Leipzig und der FC Salzburg stammen ja, wie ungefähr jeder auf diesem Planeten weiß, aus derselben Dose. Höhö, guter Witz. Und mal abgesehen davon spielen beide ziemlich ansehnlichen Fußball. Das heißt also, wer auch immer dieses Dosenduell gewinnt, ein spannendes Duell wird es auf jeden Fall. Vielleicht kriegt der Gewinner dann irgendwie Flügel oder so oder, weiß ich nicht, einen lebenslangen Energy-Vorrat für die Fans. Wäre doch cool. Schlechte Nachrichten allerdings für die Offensive von RB. Timo Werner wird aufgrund von Adduktorenproblemen leider nicht spielen können. Und das stellt RB vor ein kleines Problem. Denn nach dem ganzen Trubel mit dem französischen Fußballverband will man Augustin, bis das geklärt ist, eigentlich auch nicht spielen lassen. Das heißt, man hat als richtigen Stürmer nur noch Yusuf Paulsen und den 19-jährigen Kunja zur Verfügung. Und ob letzterer wirklich in der Champions League schon spielen kann, ist eigentlich fraglich. Und deshalb wird man wahrscheinlich nicht auf die Doppelspitze zurückgreifen können, die man ja eigentlich präferiert. Mal sehen, was sich der gute Ralf da noch ausdenkt. In den anderen Spielen mit deutscher Beteiligung muss Leverkusen zu Ludogorets und Olympique Marseille empfängt Eintracht Frankfurt. Blöd für Frankfurt-Fans, man darf nicht nur nicht ins Stadion, sondern es ist auch ein Stadtverbot für Eintracht-Fans verhängt worden. Wenn man sich als Eintracht-Fan also heute zwischen 8 und 24 Uhr blicken lässt, dann kriegt man entweder eine richtig hohe Geldstrafe oder im schlimmsten Fall kommt man sogar ins Gefängnis. Das heißt, wenn ihr da seid, bitte, bitte lasst euch nicht erwischen. Das ist so traurig, ne? So lange nicht im Europacup gewesen und dann am ersten Spieltag im ersten Spiel in Marseille auch noch. Das ist ja eine schöne Stadt und einfach geiles Spiel. Und dann darf man da nicht hin. Was ist das für Scheiße? Gestern hatte euch ja Nico über die Kritik von Boateng an der Führung des FC Bayern berichtet und die antwortet jetzt. Ja. Und zwar wieder öffentlich im Sky Talk, anstatt in einem Gespräch mit Boateng das zu klären. Klasse gemacht. Rummenigge meint, ich habe grundsätzlich kein Problem damit, wenn ein Spieler meint, er müsse etwas Kritisches über Uli Hoeneß oder mich sagen. Fehler habe die Führungsebene der Bayern allerdings keine gemacht, sagte er. Jerome weiß, dass er ein wichtiger Spieler für uns ist, deswegen haben wir ihn ja am Ende des Tages nicht an Paris abgegeben, so Rummenigge. Er kriegt auch einen Espresso oder was auch immer er möchte und dann kann er gerne sprechen, überhaupt kein Thema. Und auch gestern im Spiel gegen Benfica hat man gemerkt, dass es auf dem Platz zumindest kein so großes Thema für Jerome Boateng ist. Und wie sich das Ganze weiterentwickelt und ob Boateng wirklich einen Espresso von Rummenigge und Hoeneß bekommt, das erfahrt ihr in den nächsten Daily News. Und das war's für heute mit den Daily News. Hier findet ihr noch ein Video über die Krisenclubs der Bundesliga. Besonders interessant, weil ja Bayer Leverkusen und RB Leipzig heute spielen. Und hier oben findet ihr noch die Champions League Prognose. Besonders interessant zu sehen, weil eben der erste Spieltag vorbei ist. Und ihr gucken könnt, ob wir da schon falsch lagen. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.